1985 produzierte ja auch Kenner nochmal eine eigenständige Figurenkollektion, welche auf den Droids basierte, also The Adventures of R2-D2 und C-3PO. Und bei uns hießen sie Freunde im All. Und dazu gab es eine Figurenserie, welche leider nur eine Wave beinhaltete, beziehungsweise ja, gut, halt nicht gut ankam, die animierten Zeichentrickserien, ähnlich wie die Ewoks. Aber hier gab es auch diese Figuren. Die erste Figur hier ist Tal Choban. Komplett neu modelliert, aber wirklich trotzdem schön gemacht. Die Rüstung, die halbe Rüstung hier, ein modellierter Bizepsarm. Ja, die Gesichter sind etwas gewöhnungsbedürftig, hier auch schon ein bisschen abgespielt. Von den Bewegungen natürlich gleich geblieben, wie damals die alle Figuren gewesen sind, mit 5 positionierten Artikulationen, also 5 Bewegungspunkten. Und er hatte eine Waffe dabei, hier ein E11 Blaster, also von den Sturmtruppen, und die sitzen nicht besonders gut in den Händen. Also fällt schnell heraus, deswegen gebe ich ihm die so meistens in die Hand. Ja, man muss die Figur nicht unbedingt haben, wenn man bloß die Filme mag. Aber als Komplettsammler, naja, wie dem auch sei. Als zweites haben wir hier Chan Tosh. Ebenfalls eine neu modellierte Figur mit einer geschlossenen Faust. Und die Waffe, die er bekommen hatte, das ist hier so eine IG-88 Kanone in Schwarz. Kann er einigermaßen gut halten. Auch er hier ist neu Charakter gewesen. Auch hier mit mehr Farben. Ja, man merkt schon, dass die etwas muskulöser waren, also dem Ding entsprechend der Serie. Und wirken schon wie in einem Computer, sag ich schon, wie in einer animierten Form. Also das Gesicht, wie gesagt, immer ein bisschen fragwürdig. Hier haben sie leider auch das Kopfband nicht anders abgehoben, farblich. Naja. Der einzige weibliche Charakter, der herauskam, ist hier Kea Moll oder Kia Moll, welche ja schon schön getroffen ist. Allerdings gehörten die Haare eher ein bisschen andersfarbig bemalt, also nicht wie das Original, also nicht das Original entsprechend. Die Köpfe finde ich ein bisschen eierköpfig. Naja, gut, das Dings. Und sie hat silbernen Bespin Blaster bekommen, welcher damals seinerzeit Squidhead beigepackt war. Auch sie ist von den Bewegungspunkten hier 4.5 Punkt artikuliert. Ja. Ein paar Repacks der Star Wars Filme oder Figuren wurde hier auch aufgenommen, und zwar einmal Boba Fett, welcher nicht anders angemalt wurde wie sein jetzt teilweise neu herausgekommene für 50 Anniversary Collection Figur auf Droids Vintage Karte. Und er auch sei, also ist eine komplette Repack Figur gewesen, auch mit dem E11 Blaster, den er damals auch schon hatte. Natürlich ist hier ein bisschen abgeschabt, weil es jetzt nicht die von Droids unbedingt ist, sondern die wirklich ja, die Originalfigur, sage ich jetzt einmal. Ebenfalls eine neu repackte Figur war der A-Wing Pilot, den ich, glaube ich,
in der Serie nicht unbedingt in diesen so gesehen habe, sondern eigentlich hat Ewing ein anderer Charakter geflogen, hatte bloß einen Helm auf, aber egal. Es gab ja dann auch in dieser Serie als eins, also das Raumschiff, den Ewing, der nur in dieser Serie herauskam. Und diese Figur ist eigentlich von den Last 17 Figuren. Und er hat auch seine Originalwaffe dabei bekommen, eine kleine Handfeuerwaffe, welche auch schon Leia beigebackt war in Endor-Outfit. Und den B-Wing Fighter-Piloten und Imperial Gunner und ihm halt. Und die Hauptcharaktere hier C3PO. Neu angemalt in Comic-Style. Und auch dieser hatte ein neues Revival dann in der 50th Anniversary Collection, der Vintage Collection. Und eigentlich bloß ein neu angemalter C3PO, wie er damals schon herausgekommen war. Aber eben in Comic-Style. Ebenso dieser R2-D2 wurde eigentlich lediglich neu angemalt. Original ist ein Pop-up-Lightsaber-Figur von der auch, glaube ich, die letztens oder Return of the Jedi-Line hatte hier oben ein Loch dann nämlich und durch das Drehen konnte man eben diesen Lichtschwert entdingsen, einfahren. Ja, was gibt es zu der Figur noch zu sagen? Wie gesagt, ein Repaint oder ein New Paint. Und auch diese Figur gab es dann jetzt halt nochmal neu aufgelegt. Kommen wir als nächstes hier zu wieder einer neuen Figur bzw. einen neuen Charakter, nämlich Uncle Grundy oder Gandhi, welcher hier mit einem eigentlich in Gold damals erschienen bei einer Reese-Figur. Bei der Reese-Figur bekam er dieses Teil in die Hand und durch die geschlossene Hand kann man diese Waffe nur bedingt hineinhängen. Ja, ansonsten eigentlich eine ganz interessante Figur. Welcher aber jetzt halt auch nicht unbedingt interessant war für die Kids seiner Zeit. Naja, es waren halt keine Sturmtruppen. Naja, okay. Diese Figur ist eigentlich der einzige Bösewicht, den es hier, oder eigentlich drei Bösewichte kamen heraus, aber das ist der einzige, den ich habe. Und zwar ist es Dick Fromm. Ein Alien mit hier zwei Zehenfüßen. Und er hat eigentlich eine kleine Waffe bekommen, einen Stab von 2.1b, der etwas mehr silbrig angemalt zu sein scheint. Ja, er schaut aus, als ob er geschlossene Augen hätte. So ist es wohl auch. Und die Figuren, die ich nicht habe, die zeige ich dann zum Schluss in Fotos. Kommen wir nun zu Chard Dusat, eine etwas größere Figur, also schon fast die Größe von einem Chewbacca. Und auch er hat hier eine geschlossene Hand bekommen oder Faust, der wohl auch in bester Bud Spencer-Manier zuschlägt. Er bekam die Waffe von Sugus seinerzeit, AK Forlom. Ja.
Und die letzte Figur, die ich hier habe von den Droids, ist Cass Iban. Auch er hat hier einen E11 Blaster bekommen, wie damals die Sturmtruppen hatten. Und er hat das einzige Accessoire hier noch zusätzlich eine Art Umhängetäschchen separat. Ansonsten ja, ist diese Figur schon schön getroffen und er ist noch etwas größer. Ich glaube, die größte Figur, die Kenner damals so gemacht hat. Ja. Und dann kommen wir mal zu den Figuren. Dann kommen wir mal zu den Figuren, die ich nicht habe und die auch schwer zu bekommen sind. Die erste ist hier Seize From oder Seize From. Eigentlich mehr so ein Machthaber oder der Vater von Tick From, welcher hier mit einem Stoffumhang kam und ohne Accessoire dazu, aber eine dicklichere Figur. Wie gesagt, die habe ich nicht. Und dann gab es noch eine Figur, die scheinbar nur in Brasilien herausgekommen war und sehr teuer angeblich ist, nämlich Flix. Der gehört auch zu dieser Serie von den Froms. Naja, bloß hier mal ganz kurz. Und vielleicht noch hier, die zweite Wave, die sie produzieren wollten, wäre ein bisschen interessanter gewesen. Wir haben hier dann nämlich einen imperialen Offizier und dann hier zum Beispiel noch Cass Iban als Prinz. Ja, also die wäre schon interessanter gewesen, aber naja, so war es halt damals. Aber es gab in dieser Line drei Fahrzeuge, zumindest offiziell. Das erste war der damals heiß begehrte A-Wing Fighter, der hier mit schwenkbaren Geschützen an der Seite kam, einen zu öffnenden Cockpit. Einfahrbaren Fahrgestell und Sound. Sound der 80er. Ja gut. Von der Bemalung her zweifarbig gehalten. Hier keine Abnutzungsspuren natürlich. Wie damals alle Raumschiffe gewesen sind, die wurden dann erst 95, 96 erst ein bisschen mit Weathering gemacht. Ansonsten sehr handlich und ein schönes Spielzeug. Jetzt schauen wir mal kurz. Ursprünglich glaube ich flog diese Figur, das Vehikel. Also man konnte es auch schön, passten auch schön rein. Aber hinein gehört ja eigentlich der A-Wing Pilot. Hat Luft. Das zweite kleinere Raumschiff, was eher an Minirix erinnert, ist hier der ATL Interceptor. Ja, kleines unhandliches Teil. Das hier vorne mit einer abnehmbaren Laserkanone ausgestattet ist. Und das Cockpit hier kann geöffnet werden. Ist aber auch wegen wenig Spielraum lässt, um eine Figur hineinzusetzen. Ja, geht eigentlich. Hier zum Einhaken, die wir schnell abbrechen können. Und ein Feature, das sich hier unten mit einem Hebelmechanismus
ausgelöst wird. Ja. Einfach hier unten, dass es dann so die, naja, was auch immer das sein soll. Hier zwei schwenk ausfahrbare Kanonen dann noch frei gibt. Und es hat ein ausfahrbares Landegestell hier unten. Ja. Und das war es eigentlich, das kleine Teil. Das Schöne war, also wie ich das hier bekommen habe, da war diese Power of the Force Planetary Map dabei. Es gab von diesen drei Stück. Das sind hier hinten einmal hier der Todesstern, der ist hier innen drin. Dann gab es noch hier Tatooine, das denke ich, das war beim Skiff dabei. Und hier nochmal Endor. Aber ich weiß jetzt nicht, bei wem dass das noch dabei war, vielleicht beim A-Wing. Aber das habe ich jetzt nicht original. Das können wir uns mal kurz angucken. Bisschen so ein Faltblatt. Und auf der einen Seite sieht man hier schon, ist es eine Art Katalog, wo nochmal die Sachen beworben wurden. Hier alle Figuren. Es gab einen Blaster, ein paar Ewoks, die Mini-Rigs. Bisschen Ewok-Spielzeug noch, das Tatooine-Skiff, der A-Wing, der B-Wing-Fighter, die Buddy-Rigs hier, Millennium Shuttle, ja, Deuterium und hier oben noch den Battle-Wagon der Ewoks und ein paar Bilder vom Todesstern noch, vom zweiten und hier halt die planetarische Mappe, der Todesstern, ein bisschen mit Bildern und hier unten noch aufgeschrieben, was ein paar Details über das Planeten Raumstation. Das Raumschiff selber hat auch noch Sticker gehabt, die nicht aufgeklebt waren, die man hier dann halt noch anbringen konnte. Und zuletzt das für mich interessanteste Raumschiff der drei, also neben dem A-Wing, ist der Sidegunner. Das hat eigentlich die meisten Spielfeatures. Wir haben hier unten ja, eine Kanone und hier an der Seite eine Kanone, welche sehr schnell verloren geht, weil sie herausgenommen werden konnte, so wie die da unten schon verloren gegangen ist. Also fehlt im Prinzip hier eine. Bei einem anderen Modell, das ich habe, das fehlt natürlich komplett alle zwei. Hier vorne noch ein Lasergeschütz. Und hier oben das Cockpit, ganzen Aufklebern, wo man dann eine Figur hineinsetzen kann. Gehen wir da rein. So. Und hier an dem Geschütz kann es beidseits aufgemacht werden, um eine andere Figur hineinzustecken. Und hier an diesen Hebel kann das Ding dann gedreht werden, ziehen und so weiter. Ja, macht schon Spaß. Und irgendwie ging es auch noch wegzumachen. Das kann man auch entfernen. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Mechanismus gab, um das abzusprengen. Ich glaube es aber fast nicht. Nein. Also trotzdem finde ich ein sehr schönes, interessantes Teil. Vor allem im Nachhinein, weil ich das als Kind nicht hatte. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für eure Geduld. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder.